Hi, ich grüße dich. Herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop in 30 Sekunden Tutorial. Heute geht es um das Thema Double Exposures. Ich habe eine Zuschauerfrage bekommen zum Thema Double Exposures und die möchte ich heute gerne beantworten. Wie macht man sowas genau in Photoshop? Dafür habe ich zwei Bilder geöffnet, einmal ein Porträt und einmal eine Landschaftsaufnahme. Und diese Landschaftsaufnahme möchte ich jetzt hier gleich mal mit dem Bewegen-Werkzeug in die andere Ebene in das andere Bild hier hineinziehen. Jetzt kann ich mit dem Klick auf Auswahl und Farbbereich hier so eine Art Maske erstellen. Und ich klicke jetzt hier einfach mal in einen hellen Bildbereich hinein, zum Beispiel in den Himmel. Dann kann ich hier unten mit der Toleranz noch etwas die Maske verfeinern, wie ihr das hier sehen könnt. Und dann werde ich mit gedrückter Alt-Taste hier auf das Maskensymbol klicken und somit alles ausmaskieren, außer die dunklen Bereiche im Bild. Jetzt sieht das Ganze noch sehr, sehr komisch aus, deswegen werde ich jetzt hier einen Klick auf die Hintergrundebene machen, diese mit Command und J duplizieren, die Hintergrundebene selber dann ausblenden und die duplizierte Ebene nach oben packen. Und jetzt nochmal einen Klick auf Alt und zwischen die Ebenen geklickt, dann erstellt man dadurch eine Schnittmaske und jetzt sieht das Ganze doch schon wesentlich mehr nach Double Exposure aus. Wir können jetzt auf jeden Fall noch eine weitere Ebene hier unten einfügen mit Klick auf das neue Ebenensymbol und diese mit Weiß füllen. Und dadurch haben wir einen schönen weißen Hintergrund, was dem Ganzen auch noch ein bisschen hilft. Man kann zuerst einmal hier noch die Porträtebene ein wenig nach unten verschieben, damit man ein bisschen mehr von den Augen sieht. So gefällt mir das schon wesentlich besser. Und was wir jetzt noch machen können, ist einen Doppelklick hier auf diese Porträtebene zu machen. Nicht auf den Namen, sondern dahinter. Und dann kommen wir in das Ebenenstil Dialogfenster und hier können wir die Ebenen miteinander vermischen. Und ich möchte jetzt hier einfach mal die Porträtebene mit der darunterliegenden Ebene, das heißt mit der Landschaftsebene, etwas noch vermischen und dafür kann ich diese beiden Regler hier anfassen und jeweils die dunklen Werte oder die weißen Werte durchscheinen lassen. Das Ganze sieht aber noch ein bisschen komisch aus, weil wir dann relativ radikal sind. Wenn ich mit der Alt-Taste, mit gedrückter Alt-Taste allerdings hier reinklicke, dann ziehe ich jetzt hier wirklich nur den einen Regler nach vorne und dadurch wird das Ganze wesentlich weicher, der Übergang. Und genauso mache ich das hier auch nochmal mit gedrückter Alt-Taste bei den Weißwerten. Und ihr seht jetzt auch schon, dass wir ein richtig cooles Ergebnis hier bekommen. So langsam kommt die Textur von der Landschaftsebene auch noch ein bisschen durch. Mit Klick auf OK bestätige ich das Ganze. Kann jetzt nochmal hier so ein bisschen hin und her schieben, wie ich das gerne hätte. Aber ich denke mal, ihr habt jetzt das Prinzip von Double Exposures verstanden. Wir können natürlich das Ganze jetzt auch noch schwarz-weiß machen mit einem Klick hier in die Korrekturenpalette auf die Schwarz-Weiß-Ebene und dadurch kommt das Ganze dem Double Exposure noch ein bisschen näher, denn die sind meistens auch schwarz-weiß gehalten. Ja, das war mein Video zum Thema Double Exposures. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, klick gerne auf Gefällt mir und du kannst in die Videokommentare weitere Videovorschläge posten. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Bearbeiten. Nur das Beste für dich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.